Wir freuen uns heute bei Das ganze Bild auf Professor Huang, Juraprofessor aus Taiwan. Er hat ein Buch geschrieben, Mein Deutschland. Und ich spreche mit ihm über Islam und Kultur, über Integration und Ausländer in Deutschland, über die Linksliberalismusfalle und über vieles mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das ganze Bild. Herzlich willkommen, Herr Professor Huang. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, Frau von Storch. Sie haben ein Buch geschrieben, über das ich sehr, sehr gerne mit Ihnen sprechen möchte. Das heißt Mein Deutschland, Besorgnis eines Außenbeobachters. Was sorgt Sie in Deutschland? Ich habe Angst davor, dass dieses Land gänzlich sich verändern wird. Und es ist eigentlich schon teilweise schon passiert. Sie sind, man muss zu Ihrer Geschichte sagen, Sie sind nach Deutschland gekommen 1986, haben hier Jura studiert und unterrichten jetzt Jura in Taiwan. Das heißt, Sie haben einen Blick von außen auf Deutschland. Aber Sie kennen Deutschland auch sehr von innen. Sie schreiben sehr schön, wie sehr Sie Deutschland und die deutsche Kultur schätzen. Was ist das Problem, was wir jetzt haben? Was verändert sich? Sie haben das Problem, eigene Identität zu verlieren, das macht mir Angst und Bange. Und vor allem wegen der sogenannten Flüchtlingskrise. Was ist die Identität, die wir verlieren? Worin zeigt die sich? Ich denke, jedes Land hat seine eigene Identität. Und Deutschland auch. Aber inzwischen sieht man schon, Deutschland hat sich so stark verändert, dass man nicht mehr die eigene Kultur, also die eigentlich alle Welt kennen, weiter behalten kann. Sind wir nicht wahnsinnig bunt und multikulturell geworden? Ich dachte früher auch, bunt sei wunderbar, aber mit dem Alter, mit den Lebenserfahrungen und ich denke auch mit der Intelligenz, glauben immer mehr, dass Bund seine Grenze hat. Man kann Deutschland nicht einfach zur UNO der Welt machen. Sie haben geschrieben, dass Sie einen Blick auf Deutschland auch über die Medien hatten. Sie haben die normalen öffentlichen Medien konsumiert. Sie schreiben von den Tagesthemen und der Zeit, die Sie gelesen haben, also die Medien konsumiert, die da waren. Wie hat sich die Presselandschaft verändert und wie hat sich das Bild darüber in Deutschland verändert? Ich war eigentlich fast 30 Jahre lang stark beeinflusst von den deutschen Medien, wie die Zeit, der Spiegel, ARD, ZDF und so weiter. Ich fand jahrzehntelang wunderbar, dass es sowas gibt, weil bei uns ist das anderes. Und deswegen also war ich auch ziemlich links eingestellt. Nur, wie gesagt, mit dem Alter, mit den Lebenserfahrungen und mit der neu errungene Intelligenz, glaubt man, sowas kann nicht weitergehen. Also wenn man immer Leute reinlassen, die deutsche Sprache überhaupt nicht beherrschen können, die die Kultur nicht kennen und sogar nach Generationen immer noch in ihrer Parallelgesellschaften leben, dann sieht man die Gefahr, dass diese Gesellschaft gespalten wird. Sie haben sehr eindrucksvoll geschrieben, und da bitte ich Sie noch mal zu erzählen, was der Cut in Ihrer Wahrnehmung in Deutschland gewesen ist. Also Sie sagen, es gab einen Moment des Bruches zwischen Ihnen und Deutschland in etwa. Was war dieser Moment? Ja. Ich war, wie gesagt, jahrzehntelang sehr stark beeinflusst von den deutschen Medien, von der politischen Landschaft hier. Nur als ich Anfang August
2015 hierher kam, da spürte ich schon etwas Besonderes. Also es ging nämlich um die Flüchtlingskrise. Ich guckte jeden Tag ARD und ZDF und wusste schon etwas von den Ereignissen in Ungarn. Da dachte ich mir, man konnte diese Leute, die tagelang auf die Straße randalieren, nicht einfach nach Deutschland einreisen zu lassen. Und aber dann passiert doch, also am 15. September, als Merkel die Entscheidung, also mit dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann getroffen hat, alle die in Ungarn bleibenden Flüchtlinge, also die sogenannten Flüchtlinge nach Deutschland reinzulassen, da war ich entsetzt. Weil zunächst als Jurist. Genau, das ist die Frage, das ist genau der Punkt, den Sie schreiben. Was ist das, was Sie als Jurist oder als Rechts, ein Gespür für das Recht habender, was ist das, was Sie da am meisten irritiert hat? Ich bin natürlich kein Fachmann für das öffentliche Recht, aber wer Jura studiert hat, weiß schon, es gibt Artikel 16a Grundgesetz, es gibt Dublin 3, es gibt das Bundesgrenzgesetz, Grenzschutzgesetz, und diese Gesetze müssen eingehalten werden. Als Ausländer, ich wohne ja nicht in Deutschland, also wenn ich hierher komme, egal direkt von Taiwan nach Deutschland oder von Polen nach Deutschland, da merkt man schon, es gab eine Grenzkontrolle. Aber dann urplötzlich, nach Merkels Entscheidung, konnten alle Flüchtlinge täglich 10.000 nach Deutschland stürmen. Also ich denke, das ist wieder mein Verständnis zum Gesetz. Und ich habe erst dann gelernt, aha, es gibt einen Begriff, man kann ein Gesetz aussetzen. Das habe ich früher, jahrzehntelang, weder in Taiwan noch in Deutschland gelernt, dass allein die Bundeskanzlerin schon die Gesetze aussetzen kann. Vorübergehend auf jeden Fall, ja, genau. Ja. Genau, das ist ein Riesenproblem, keine Frage. Vielleicht noch an der Stelle, gibt es eine Wahrnehmung in Taiwan über das, was in Deutschland passiert? Gibt es eine öffentliche Meinung zu den Problemen, die wir jetzt damit haben? Ja, es gibt gewisse Wahrnehmungen dazu. Einerseits sind wir sehr schlecht informiert. Also die meisten Taiwaner, sie verstehen kein Englisch, auch wenn sie in der Schule eigentlich sowas gelernt haben. Deswegen, also schon man liest etwas über Deutschland oder andere Länder durch die Übersetzung per taiwanische Medien, Übersetzung der englischen Berichten. Deswegen, also hat man einerseits den Eindruck, die meisten jedenfalls, es war großartig, was Merkel getan hat. Weil man weiß, bei New York Times oder Times und so weiter, es gab überall Applaus für Merkel. Aber andererseits, viele, sie können sich auch gar nicht vorstellen, wie man über 1 Million Flüchtlinge, also vor allem also die Muslime, die Araber, einfach so ins Land reinlassen. Die Taiwaner, sie würden sowas nicht machen. Also wir haben bis jetzt überhaupt keinen Flüchtlinge aufgenommen. Also Japan hat zum Beispiel im vergangenen Jahr nur 26 Flüchtlinge aufgenommen. Man muss betonen, 26 und nicht 26.000. Bei uns hängen immer noch die Tausenden dran. Vielen Dank dafür. Wir setzen das Gespräch sehr gerne fort und ich freue mich auf Sie, wenn Sie im zweiten Teil wieder einschalten.